Die Koordinierung der Gewerke sollte nicht erst am Ende eines Projekts, sondern schon während der Entwurfsphase erfolgen. Architekten, Gebäudetechniker und Tragwerksplaner müssen für eine optimale Abstimmung sorgen, damit Kollisionen nicht erst auf der Baustelle entdeckt werden und die Projektkosten in die Höhe treiben. Die in der Autodesk Building Design Suite Premium und Ultimate enthaltene Autodesk BIM Software ermöglicht es Architekten und Ingenieuren, Konflikte und Kollisionen zwischen Gebäudeelementen in jeder Planungsphase in Echtzeit zu ermitteln. BIM steht für Building Information Modeling. Weniger Kollisionen im Entwurfsprozess bedeutet weniger Änderungsaufträge und damit weniger Verzögerungen und geringere Kosten. Mit Autodesk Revit lassen sich Entwurfsänderungen besser abstimmen und einfacher umsetzen. Dank der Revit-Funktionen für parametrisches Modellieren wird jede Änderung automatisch auf alle Ansichten des Entwurfsmodells und in die zugehörige Dokumentation übertragen. Die interne Kollisionserkennung zeigt, wie das bestehende Tragwerk, die neue Konstruktion und die Gebäudetechnik zusammenpassen. Eventuelle Korrekturen können schnell eingebracht werden. Dank dieses übergreifenden BIM-Prozesses lassen sich Kollisionen und andere Probleme bereits in frühen Planungsphasen erkennen und beheben, bevor sie sich auf Kosten und Zeitpläne auswirken. Sie können den Bericht anzeigen und eine Kollision im BIM-Modell hervorheben, um sie schnell zu beseitigen. Anschließend erstellen Sie den Bericht neu, um nachzuweisen, dass die Kollision nicht mehr vorhanden ist. So verfahren Sie, bis alle Konflikte behoben wurden. Da sämtliche Ansichten im Modell und alle Ausführungszeichnungen automatisch aktualisiert werden, erhalten Sie ein vollständig koordiniertes und konsistentes Modell. Mit Autodesk Revit aus der Building Design Suite können Architekten und Ingenieure effektiver zusammenarbeiten und im Einklang mit Workflow und Projektanforderungen effizient interagieren.